Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Play WoW, Folge 95. Wir sind wieder voller Mana, voller Leben. Wir sind gerade gepimpt, wie ihr seht. Und wie ihr seht, funktioniert es. Ich habe mal kurz einen ausgelockt. Fertig. Weil das Add-on hat irgendwie gesponnen. Jetzt haben wir nämlich auch die Wege angezeigt. Komme ich gar nicht hin zu gern. Irgendwann Strunks wieder pullen. Also gucken mit den Filtern, wie viel EP wir bekommen. 1600. Oh, wenn wir 5 Orks killen, dann haben wir Level Up. Ich muss aber 5 mal. So. Weiter flitzen. Vaters Pein haben wir. Achso, gibt die Quest ab. Okay. Ich kann schon sagen, nein, es funktioniert auch nicht. Über einen Turm übersehen. Nein, hier sind zwei. Vergiss es. Ich würde sagen, den killen wir lieber zur Sicherheit. Wir werden nämlich gleich ein Stück zurückziehen. Nicht den aus Versehen pullen und dann sterben oder so. Gehen jetzt auf Nummer sicher. Mittlerweile gibt es die Angriffe gar nicht mehr. Ja, der Mungo-Biss. Der Raptor-Stoß. Weil der Jäger kann jetzt ja, ist egal welcher Nähe, kann der ja, ne, ihr wisst schon. Kann der ja schießen. Ah. Aber jetzt kompliziert. 305. Nein. Warte noch, warte noch. Ah, auch noch. Ah, verdammt. Hätte den. Naja, egal. Das trifft sich gut. Trifft sich sehr gut. Danach noch zwei. Obwohl, wenn wir das, müssen wir eigentlich in Reichweite sein. Sehr gut. Oh. Nicht schlecht. Warte, warte, warte. Jetzt. So groß wie wir, aber wir haben den Level Up und dann ist er wieder hinter uns. Naja. Macht auch Strunks. Was er will. Was ich schade finde, weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, dass die Ra-Mobs nur normale Sachen droppen, wenn überhaupt. Beziehungsweise weiße, graue, nix blaues oder grünes. Manchmal, ich glaube ein oder zweimal hatten wir was Grünes rausgeholt, ne? Aber. Ja, nicht wirklich, nichts wirklich Tolles, wo ich das gerade da bekomme, fällt mir das ein. Oder die haben das extra gemacht, weil die haben ja das hochgesetzt, damit die nicht so viel episch droppen oder so. Man weiß es nicht. Ich hatte auch mal im Forum angeregt, wegen Verbesserungen mehr Stapelsachen. Sprich, 200er Stapel oder so. Aber das wollten sie nicht. Dachten sie, dann ist nicht mehr Blitzlight, bla bla blub. So. Dann können wir nämlich hier die Quest abgeben. Da können wir einen holen und da ist dann der nächste Questpunkt.
Pfad des Ruhms. Okay, aber wir haben ja schon recht gut gequestet hier. Und ich bin voll dran vorbeigelaufen. Braucht ihr Hilfe? So. Sehr gut. Also langsam werden wir richtig scherbenwältig ausgerüstet hier. Verlieren wir hier die Mini-Items. Oh, die Bussard, den müssen wir auch gleich nachher töten. Lassen wir jetzt erstmal, mit denen wir die nämlich nachher killen können. Dann kriegen wir von denen nämlich auch ganz viel Bussardflügel. Die sind gut zum Kochen, beziehungsweise zum Verkaufen im Auktionshaus. Haben wir eine schicke Axt. Ich glaube, das ist die Axt, die auch in Mist of Pandaria. Ach, wie hieß der denn? Dieser Boss, wo man nur mit dem Umhang kommen kann. Aber ich weiß es gerade nicht. Nehmen wir uns den auch mit. Ist ja ein bisschen Lederverarbeitung. Leder. Küchenerei, Skillen. Lederverarbeitung habe ich noch nicht, aber könnt ihr euch ja fast denken. Sobald wir nämlich in Shadrat sind, machen wir uns da unseren Ruhestein. Und von da aus kommen wir überall hin. Und, aber ich plündere erstmal meine Bank. Ich habe ja recht viel auf der Bank noch liegen. Ich habe immer wieder gesammelt. Und mit dem Leder können wir vielleicht ein paar Punkte schon hoch machen. Dickes Leder haben wir auch. 150 knapp. Auch 100. Ja, wir müssten schon, ich denke mal, weit kommen. Und je nachdem, vielleicht müssen wir ja noch was kaufen. Wenn ungern, aber mal gucken. Ich glaube, es 3,75 geht's. Was kann ich für euch tun? So, jetzt kriegen wir hier nämlich die Quest für Fluch der Talismänner. Kriegen wir dann hier von den Orks. Und wir kriegen eine Quest, wo man so Feuerwerk, glaube ich, ist, das schießen muss. Sieht zumindest aus wie Feuerwerk. Und kriegen wir auch eine Brust. Ui, ja, die ist gut. Was sagen nehmen wir die nachher in die Brust? Siehe den Ehrenfreund. Ich bin ganz Ohr. Und eine Butz. Hier ist das mit dem Feuerwerk. Sehr schön. Ein paar Quests. Können wir schon abgeben? Ja, können wir. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Quests abgeben, damit wir nicht so viel im Inventar noch haben. Oder wir kommen wir denn da wieder zurück? Oh, ich weiß nicht. Wir machen hier erst, na, machen wir hier erstmal weiter, sind ja gerade hier. Oh, das trifft sich sehr gut. Ungültiges Ziel. Noch an dem Turm. Hochstein.
Oh, wir haben die aufhaltbare Macht. Und hab das Turm von Blablabla. Das ist doch der Turm, oder nicht? Was brennt? Nein, Rauchsignal. Dauert 2 Stunden. Irgendwas stimmt damit nicht, würde ich fast sagen. Weil das ist auch den Turm, den wir markieren müssen. Sehr mysteriös. Ist ja ein Stopp, funktioniert auch nicht, ne? Auch nicht. Sehr seltsam. Das ist ja sehr, sehr seltsam. Warum das nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal rein. Hier kommt man um die Ecke. Geht. Das ist eine. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Schon ein Ding. Aber schön ist mit wieder vielen Taschen. Ja, das gefällt mir gut. So. Kann man uns hier den Turm noch schnappen? Hügelturm. Was ich doof finde, dass die immer Angst bekommen und blau weglaufen wollen. Oh, der leuchtet sogar. Gucken, was wir dafür bekommen. Stufe 61. Nicht schlecht, der Specht. Gar nicht mal schlecht. Ist kein Turm. Oh, nee. Müssen Distanz machen. Weil ich sehe gerade, unser guter Freund ist gleich schon wieder platt. Was der auch immer macht, ey. Doch, geskillt hatten wir, wollte gerade sagen. Haben wir geskillt? Noch 2 Punkte, dann können wir das machen. Dann trink mal was. Dann können wir den nämlich noch weiter heilen. Als wenn noch so ein Wildbret am Kopf.
Weil da wurde nämlich gerade schon wieder so, naja. Agentur. Tiger. Oh. Nimm direkt alle mit, Tiger. Finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich gar nicht in Ordnung. Langsam machen wir uns wieder. Denke mal auch durch den Gear-Unterschied, das ist ja schon einiges. Wir haben ja teilweise Sachen von Level 40 und so an. Jetzt hat er unseren Tiger weggesprengt. Kannst du so leben, du. So, erstmal essen und trinken, weil sonst sind wir nachher wieder platt. Also drei sind möglich, aber schwierig. Wirklich schwierig. Das muss man ja nicht haben unbedingt. Liegt er ja. Oh Mann, ey. Der Aslan hat Däme macht. So. Da noch was, so ein Wildbret am Kopf. Tja. Ich glaube mal recht gut. Ein Turm. Okay, das ist gut. Wenn er da so rumsteht und nichts tut, ist okay. Vollkommen leben. Dann ist das supi. Haben wir den geplündert? Ja, haben wir. Dann hat er noch nicht mal was für uns.
Hoch? Ja, war erschrocken. Das finde ich aber nicht okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt heißt Let's Play WoW Folge 95. Ja, 95 oder 96? Ja, wir werden ja sehen. Bis dahin sage ich mal, wir sehen uns. Macht es gut, lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden. Auf Wiedersehen.